Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Clash Royale Folge. Heute spielen wir nur mit Kobold und werden dann damit so oft versuchen zu gewinnen, bis wir es geschafft haben. Coolerweise ist es so, dass wir genau 8 Koboldkarten in Clash Royale drin haben. Gegen Lufteinheiten sind wir relativ gerüstet, haben sogar zwei Hütten hier dabei. Einmal den Käfig und die Hütte halt, den Riesen und das Koboldfass. Wir werden einfach mal direkt testen und in eine Runde reingehen. Dann wünschen wir unserem Gegner viel Glück. Und versuchen mal mit diesem coolen Kobold-Deck zu gewinnen. Das Ganze haben wir auch schon mal mit einem nur Skeletten-Deck gemacht. Das hat ja auch schon ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir setzen auch mal direkt hier die Kobold-Hütte hin. Und der hat einen Feuerball. Das ist natürlich nicht so nice. Wir setzen den Kobold-Riesen, aber haben den ein bisschen schlecht gesetzt. Wäre natürlich cooler gewesen, wären unsere Sperrkobolde dahinter gewesen, aber das machen wir jetzt noch nachträglich und starten währenddessen mal auf der anderen Seite einen kleinen Kobold-Fass-Push mit noch drei anderen Kobolden. Ja, da kriegen wir ein bisschen Damage durch. Das schmeckt doch. Jetzt muss unser Blas-Kobold mal ein bisschen durchballern hier, damit der den Damage aufhält. Hat er gut gemacht. Und jetzt haben wir einfach mal unseren Käfig gegen den Magier gesetzt. Ich wusste nicht, was sonst noch schlau war. Und ich muss sagen, auch wieder ein super geiles Deck bis hierhin. Müssen wir nur versuchen, irgendwie die zwei Kerle da aufzuhalten. Die sind ja relativ stark, aber unsere Kobold-Gang macht das easy. Wir haben auf beiden Türen schon ordentlich Damage durchgebracht. Das bockt auf jeden Fall. Dann setzen wir hier wieder die Kobold-Hütte. Wir wissen zwar, dass unser Gegner einen Feuerball hat, aber dagegen können wir schlecht was machen. Und dann werden wir hier diesmal früh genug den Kobold-Riesen platzieren, damit er direkt die Leute hinter sich packt. Ist doch nice hier am Laufen. Und wir machen wieder auf der anderen Seite einen Kobold-Fass-Push. Oh, er hat noch ein Kampfholz. Das hat er bis jetzt noch nicht gespielt gehabt. Die Frage ist, warum, weil das ja eigentlich relativ stark ist gegen unser Deck. Und wir spielen weiter mit dem Kobold-Fass auf der rechten Seite und machen einen normalen Push auf der linken Seite. Da setzt er dann die Skelettarmee. Aber bis jetzt sind wir noch in Führung am Liegen, würde ich sagen, vom Damage her. Setzen wieder den Kobold-Riesen hinten hin und müssen jetzt hier defenden. Das machen wir natürlich wieder wie die letzten Male auch. Ah, haben jetzt schlechte Kobolde gesetzt. Das war nicht sehr gut gemacht von mir. Und jetzt machen wir auf beiden Seiten wieder einen Angriff, sodass er sich entscheiden muss, wo das Kampfholz kommt. Oh, er setzt einen Feuerball auf die Kobolde. Ist ein bisschen teuer gewesen, aber dafür können wir jetzt auch mal die Koboldhütte spielen, ohne dass direkt ein Feuerball kommt. Das machen wir natürlich auch direkt und versuchen jetzt eine kleine Armee hier aufzustellen. Setzen nicht zu viel, weil wir wissen ja, dass er auch noch das Kampfholz hat. Da kommt es auch schon. Und jetzt machen wir wieder einen Gegenpush auf der anderen Seite. Oh, da habe ich schlecht gespielt. Oh. Und der Turm ist von uns da und das ist ärgerlich. Das habe ich echt schlecht gemacht. Ich habe das falsch eingeschätzt. Ich habe nicht gedacht, dass er mit den Elite-Barbaren durchkommt. Egal, coole Runde, coole erste Runde. Ein Sieg ist auf jeden Fall drin. Vielleicht sogar direkt in der zweiten Runde. Mal sehen. War auf jeden Fall ein sehr cooles Deck. Haben gut gespielt, nur das am Ende war dann wirklich ein ziemlicher Reinfall von mir. Oh, unser Kobold stellt sich zu nah dran. Ah, ist noch egal gewesen. Dann setzen wir hier noch ein paar Sperrkobolde hin, die den da oben versuchen abzufacken. Und hier in die Mitte setzen wir noch einen Dingens hin. Ah, ich glaube, gegen das Deck haben wir schlechtere Karten als letzte Runde. Der macht uns ordentlich kalt. Alles, was ich setze, wird direkt hops genommen. Liegen also jetzt schon zum Anfang ziemlich zurück. Suchen wir jetzt noch auf der linken Seite einen kleinen Push. Mal sehen, ob er da wieder. Ah, ein Sepp hat er auch noch dabei. Ja, das Deck hat viel Flächenschaden dabei und wir haben ja viel Kleingemüse. Das ist schwer hier was zu reißen. Aber wir versuchen trotzdem einfach nur uns noch einen Turm zu schnappen und ignorieren seinen Angriff. Aha, einen Turm kriegen wir vielleicht. Zumindest machen wir mal ordentlich Damage. Aber sein Level 13er Fledermäuse brauchen sogar zwei Hits von mir. Gutes Spiel, sagt unser Gegner, das finde ich nicht. Deshalb würde ich sagen, neue Runde, neues Glück. So, unser Gegner kommt hier schon mit einem Kobold. Dann setzen wir auch direkt mal ein paar Kobolde. Aber hier kriegt unser Kobold-Riese ordentlich aufs Maul. Aber wir kriegen jetzt vielleicht auch ein bisschen Damage durch. Bis jetzt noch nicht, aber das kommt noch. Ah, die Kobolde waren vielleicht nicht so schlau, weil sie ja jetzt eingefroren werden.
Dann würde ich sagen, setzen wir hinten wieder einen Kobold-Riesen und dann hier hinten noch ein paar andere Sachen, einfach nur ein bisschen aufzuräumen. Ja, das läuft gar nicht so schlecht. Hoffentlich hat er jetzt nichts. Ah, er hat einen Feuerball. Dann greifen wir aber auf der anderen Seite mal mit einem Koboldfass an in der Zeit, um da auch ein bisschen Damage durchzubekommen. Und wir kriegen sogar auf der linken Seite sehr viel Damage durch. Setzen wieder unsere Kobolde, die mit den abstechen. Und wir kriegen den ersten Turm schon down. Da hat unser Gegner nichts mehr gesetzt. Kann auch sein, dass er schon aufgegeben hat, weil wir eben so viel Damage durchbekommen haben. Ich glaube, unser Gegner ist gebrochen nach dem dicken Damage, den wir eben durchbekommen haben. Dann lassen wir jetzt mal ein bisschen die Kobolde durchdrehen hier und machen alles voll damit. Sehr coole Runde, muss man sagen. Sehr cooles Deck auch. Haben also jetzt schon mit dem Kobold-Deck gewonnen. Klar, er hat früh aufgegeben, aber ich muss auch sagen, hier, das war auch keine richtige Challenge, weil das Deck wirklich sehr stark war und sehr gut. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Und lasst auch gerne ein Like und ein Abo da. Ciao und bis zum nächsten Mal.